Er will ein Spiel spielen. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Lieber nicht. Willkommen, Duftetypen, zur Würfelkolonie Online. Dreist LP, supergeil. Die kloppen sich da wieder. Molly würde den Schlag entgegenwirken. Molly fliegt zu Boden und schüttelt seinen Kopf. Ich hab da meine Erfahrung. Könnte der Cooper oder der David sein, so von der Optik? Cooper kommt mit vielen Schlüsseln in der Hand wieder und begutachtet. Kopfschütteln, das Geschehen. Grüß dich. Engado sieht zu Molly und richtet sich wieder auf. Spart ihn den letzten Satz das nächste Mal. Molly erhebt sich dann wieder und lässt kurz seinen Kopf kreisen. Habt ihr schon gebündelt? Schaut zwischen den Beinen hin und her. Jo. Ins Lager gebracht, er muss das Finn-Sichel. Und die Sichel kriege ich wieder. Natürlich. Alles in Sack und Pack. Der Gius reicht dann Dana zwar schlussreich eine Flasche Wasser, begleitet von einem Nicken. Dann legt die Reisbinde daraufhin auf den Boden, da sie ihre Hände voll hat. Algeus dreht sich zu Finn und nimmt seine Sichel entgegen. Dana nimmt die Sachen entgegen. Danke! Cooper dreht sich dann wieder zu Dana, kniet sich und stopft die Bündel in beinahe leeren Sack. Trade. Eis. Bündel. 6 hat man, glaube ich, ne? So. Wer will ein Spiel spielen? Lieber nicht. Das Spiel. Das Spiel? Oder hat jemand einen Würfel? Das wäre es noch besser. Ich hab einen Würfel. Ha! Blick zu Galo. 21. Wer ist dabei? Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Nein. Danke. Ich schau zu. Muss sparen. Kennst die Regeln nicht? Ein Skandal! Mensch, einer. Müssen ja nicht mit viel Ernst spielen. Ja, ein gutes Stichwort. Wendet sich ab und winkt alle mit sich. Coopers Lebensback hat aber auch ganz schön gelitten, ne? Altes Lagerspiel. Einer stellt sich hinter dem Tisch und beobachtet die Spieler. Ui! Und jetzt nochmal? Okay, alles klar. Greift in seine Tasche und lässt die Würfel in die Mitte des Tisches fallen. Also, Blick zu Finn, Regeln. Komm so nah wie möglich an 21. Darfst so oft würfeln, wie du magst. Ein Satz. Vielleicht 5? Carlo legt 5 Brocken auf den Tisch. Weißt du, wer das ist? Das ist Wildcat Hendricks, ein Falschzocker-Profi. Und du machst dir in die Hose und hast nur eine mit, hä? Hm? Ja, 5 hört sich gut an. Könntet ihr noch kurz warten, bitte? Sean? Sean hält eine gefüllte Flasche in der Hand. Hm? Ich will dich nicht nerven, aber ich hab dir 8 Brocken Herz gegeben. Wegen den Sumpfies. Könnte ich die wieder haben? Deutet hinter sich auf die Würfelspiele. wie wär's? Ich steig mit 30 Brocken ein. Das macht die Sache spannender. Und deinen Einsatz bekommst du auch von mir. Das wäre interessant. Na gut. Ich schätze, das können auch mehr als 4 spielen. 5 war der Einsatz schon. Einer beobachtet weiter gespannt die Spielrunde. Sean kramt an seinem Beutel rum und beschließt sich einen Haufen Brocken auf den Tisch. Na, dann gibt's jetzt extra viel zu gewinnen für euch.
Algerios Mimik entwickelt sich zu einem immer breiter werdenden Grinsen. Auch Finn verzieht ein leichtes Grinsen. Einer flüstert, ich drück dir die Daumen, Kollege. Wer fängt an? Dann leg ich mal los. 21? Verdammte Scheiße. Der 3 Fünfer gewürfelt sind 15. Denn 2x2 ist 4 und noch eine 4 dazu sind 8. Und 15 und 8 sind für mich 23. Galadon hat seine Faust auf den Tisch und schiebt die Würfel dann murrend weiter. Ha! Schnappt sich direkt die Würfel. Geos beginnt mit Würfeln und Feuerschilde kräftig die Hand und pustet. Was hat er denn da? 11? 11 und 8 sind 19 und 5 ist drüber. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Finn, willst du oder soll ich? Ich oder er jetzt? Schornsteck grinst die Hand nach den Würfeln aus. Dann hier im Neuen legen wir viel Wert auf Recht und Ordnung, müsst ihr wissen. Oh, entschuldige, werter Herr. Das ist mein Spruch. Ich soll euch verziehen, my lords. Schon hält die Hand weiterhin ausgestreckt. Nun? Da war 8, 9, 10, 13, 17. Ah, natürlich. Boah, 17, 4 ist genau 21, Alter. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Ja, das wird jetzt ja knapp, ne? Müssen wir ja auch auf 21 kommen. Sonst ist ja hier nicht mehr viel drin. schaut enttäuscht. Hallo, was? Vielleicht bekommen wir ein Finale. Ja, mit dem Ding. Einer schaut zu mir und den Finn. Los, Jungs. Einer der armen Pflücker hätte es am meisten verdient. Die Chancen sind genauso gut wie auf dem Feld, was? Schau mal da. 15, 16, 17. Unglaublich. Na, wer sagt's denn? Jau. Dann schauen wir mal. 3. 7. Oh, was haben wir an? 13. 16. 20, oh Mann. Das hat sich dann wohl erledigt. Kommen wir zum Finale. Schaut zu einer. Was ist mit ihm? Der gafft ihn nur. Er ist nur Gaffer. Hab nichts eingesetzt. Ich spar mein Erz. Der gibt nachher noch eine Runde aus. 5, 11, 13, 15, 21 bei Innos. Ich unterstelle mal Schicht, du hast uns betrogen. Also ich, Na, schau, ich kriege die Würfel rüber. Nein, er schnappt sich die Würfel. Ja, Spielleiter-Hacks. Innos am Arsch, Bursche, das ist Können. 9, 11, 12, 15, 21. Die Würfel sind verhext. Jau! Wer ist dieser Innos? Das Reisfeld hat doch nicht verloren. Ich weiß auch nicht. Irgendein unbedeutender Arschlecker, wie es scheint. Schon schnappt sich die Würfel. 2, 5, 6, 15, 17. Man kriegt da noch eine 4 hin. Ah.
Risiko. 17 ist nicht gerade viel. 19. 19. Ei. Schiebt die Würfel weiter. Hört sich gut an. Geht ja. Ja, du schaffst das. Krallt sich den Würfel. 5. 11. 15. 21. Willst du die Nummer nochmal sehen? Die ist beim ersten Mal ziemlich schwer zu begreifen. Schon lacht. Na, da hast du's, Bursche. Nicht schlecht. Schon, du bist ein sehr guter Gegner. Carlo schiebt die Brocken rüber. Man sieht sich. Wir hören auf. 10. Das war eine Runde. Ah, willst du nicht doch mitmachen? Gewinner, Beginner. Finn, nicht, dass du noch pleite gehst. Das hole ich schon wieder rein. Auf geht's. Wer will? Beginner? Wenn du meinst, du. Gewinner, Beginner, wie gesagt. Weil der liegt dann los. 2. 3. 8. 9. 10. 14. 19. Ah, ich glaube, da bleibt er auch dabei. Ich stoppe bei 19. Reicht für den Würfel. Das ist doch wohl zu schaffen. Ah. Wünscht mir Glück. 2. 8. 9. 13. 18. Ah. 20. Das passt. Ich bleib dann bei 20. Gut, bin schon mal raus. 1, 2, 8, 13, 14, 15, 18, what the fuck, 21, unglaublich, na bitte, geht doch, Wahnsinn, scheiße, auch weil so viele Einser auch dabei, ja. Ballt die Hand seiner Faust und pustet in die Fäuste. Für den Degen! Was haben wir da? 9. 17. Oh, Scheiße! Ah, 17. Jetzt braucht er die 4. Komm schon! Da! 20! Jetzt braucht er doch die 1. Oh Mann. Jetzt wird's eng. Ich muss es ja wohl versuchen. Ja, so sieht's aus. Atme tief aus und lässt den Würfel. Zack. Eine 5. Meine schiebt an Gardo die 10 Brocken rüber. Gardo nickt zufrieden und sammelt den Gewinn. Bleiben bei 10, oder? Ich bin erstmal raus. Ich glaube, ich steige aus. Ich hau mich mal aufs Ohr. Viel Glück, Jungs. So, wir legen uns mal hier hin. Ab ins Heierbettchen. Irgendwie noch von unserem Verdächtigen da? Aber der Kane, das heißt, der Redon müsste gleich. Oben ist immer, wenn es gelb ist, ist der Einlockname von den. Vom Lounger, glaube ich, ne? Ja, ist der Redon. Ja, das war Bescheid.
Mit dieser glorreichen Erkenntnis, der Erkenntnis, dass wir kein Glück beim Würfeln haben, gehen wir jetzt gefrustet heilen. Ihr klickt da nochmal auf den Daumen hoch, auf ein Abonnation, ihr kennt den ganzen Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Teil.